Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Vaya Wieser-Weber hier. Hallo Vaya. Hi, servus, hallo. Ja, und wir sprechen heute über hybride Events. Also beides, beide Welten zusammengefasst oder doch nur eine? Und vor allem, wie kommt man überhaupt dazu? Und was macht man als Kongress, als Eventveranstalterin, wenn plötzlich Corona kommt? Und die Vaya weiß, wie man flexibel auf alles reagiert. Ja, also vielleicht kurz, also du darfst dich dann ausführlich vorstellen, aber was ich einfach nur mal sagen möchte, also du hast ja so viel, also wie ich dich gerade gefragt habe, also was soll ich dich ansagen, da habe ich ja ganz viel mitgeschrieben. Also du bist einmal Trainerin, Speakerin, Rednerin für Führung und Vertrieb. Dann habe ich dich auch schon als Moderatorin erlebt. Du hast auch eine Agentur. Außerdem bist du Impulspilotin. Das sind nämlich unkonventionelle Business-Events. Und wenn ich dich jetzt frage, dann kannst du noch ganz viel mehr sagen, was du noch alles so machst, das weiß ich. Also, was machst du denn noch alles so? Ja, mein Gott. Aber so, hallo übrigens. Hallo, Maike. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ist ein bisschen verwirrend. In meinem Alter ist man natürlich dann irgendwann, hat man so viele Erfahrungen gesammelt und ich mag es halt gerne bunt in meinem Leben. Und immer schon geguckt, dass ich irgendwie mehrere Geschäftsfelder habe. Und ich glaube, das ist das, was mir auch ein bisschen oder sehr viel in den Hintern gerettet hat während Corona, weil mir halt ein Geschäftsfeld komplett eingebrochen ist. Das ist der Bereich Training, Beratung und Coaching. Auf der einen Seite, deshalb ist es natürlich total toll, Maike, dass die Leute bei dir lernen, wie sie sich davon unabhängig machen über Online-Kurse und ihnen solche Krisen dann auch in Zukunft nichts mehr anhaben können. Und das andere ist natürlich, ich habe eine Geschäftspartnerschaft seit 2016 mit den Impulspiloten, den Experten für unkonventionelle Business-Events, und da haben wir sehr, sehr verrückte Mindset-Events gemacht, wo praktisch Kongresse, wo wir aber so mit hunderten Leuten die Leute zu Beteiligten gemacht haben. Ne, dass sie nicht einfach nur da sitzen, Workshop genießen, Vortrag genießen, Workshop, Vortrag, Kaffeepause, Workshop, Vortrag, Kaffeepause und dann irgendwann zu Ende, sondern dass sie einfach den ganzen Tag mitmachen. Ne? Und dann kam aber Corona, hat uns das auch vom Platz gefegt und wir hatten dann 2 Tage nach dem Lockdown oder 4 Tage nach dem Lockdown hätten wir eine Live-Veranstaltung gemacht und haben die innerhalb von 48 Stunden digitalisiert. Also schnell Studio aufgestellt, Kameramann, Tonmann, Tontechniker und so weiter. Ne? Und haben das gebaut und haben das live gestreamt und hatten damit unsere erste große digitale Veranstaltung, dadurch, dass Ralf Schmidt, der Geschäftsführer, und ich, wir beide auch im Vorstand der GSA sind, der German Speakers Association, und des Moderatorenverbands und so weiter, haben wir natürlich ganz schnell die Speaker auch gekriegt und ne, kurzer Anruf und alles digital und total geil. Und das, was daraus entstanden ist, ist, dass wir mittlerweile über 160 digitale und hybride Events gebaut haben für Kunden, für große Kunden, globale Kunden, weltweit gestreamt, in viele Sprachen. Also wir sind wirklich durch die Decke gegangen seitdem, ne? Ja, und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn es dann das Live-Geschäft wäre, jetzt gerade wieder losgegangen, wenn jetzt nicht gerade wieder die Inzidenzien wieder hochgehen. Aber dafür haben wir natürlich, sind wir flexibel auf allen Bühnen. Ne? Ob die jetzt digital sind oder live, ist uns eigentlich mittlerweile wurscht. Mhm. Ja, also ich denke mal, das ist ein Punkt gewesen, auch gerade Corona, wo sich wirklich so die echten Unternehmer und Unternehmerinnen abgezeichnet haben, oder? Also es haben ja genug Leute zum Weinen begonnen und haben den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, um Gottes Willen, schlechte Zeiten kommen auf uns zu. Und du sagst einfach, ja gut, ist so, binnen 48 Stunden. Da waren ja ganz viele Sachen, die du wahrscheinlich noch nie gemacht hast, wo du gar nicht wusstest, welche Technik brauche ich und Sonstiges. Ne? Also es war ja nicht so, dass jetzt einfach, okay, das ist Plan B, sondern das war natürlich schon mit Risiko verbunden, mit Einsatz verbunden, mit einem kompletten Umdenken. Ne? Die ersten Angebote, Horror, ja, so ich zu Ralf, so, was machen wir denn da? Wie viel Projektleitung? Was an Technik? Ne? So, ich hab nächtelang Technikangebote zuerst mal studiert, um dann zu verstehen, okay, was braucht's nicht, weil wir dann natürlich volle Kanne Investitionen in SEO und ne, damit natürlich, damit wir gefunden werden. Wir hatten jeden Tag, musst du dir vorstellen, zwischen 8 und 10 Veranstaltungsanfragen, mal plötzlich alle so
sofort digital haben wollten, aber sich kein Mensch auskannte. Wie geht das? Was kostet das? Wie kann man es umsetzen und so weiter? Und ich bin aus den Beratungsgesprächen überhaupt nicht mehr rausgekommen. Ich habe am meisten gelernt bei den Beratungsgesprächen und dann aber abends und nächtens, ne, die Angebote geschrieben. Und ich musste das irgendwie, aber dachte, ich muss das irgendwie systematisieren, weil sonst flippe ich aus. Und es war schon wild. Ne? Und dann auf der anderen Seite, ne, die Produktionsseite, die das Ganze umgesetzt hat. Und das waren einfach wilde Zeiten. Ne? Und irgendwann hat sich's dann eingespielt. Jetzt sind wir eine routinierte Firma mit routinierten Abläufen. Aber das war einfach ein wildes, wildes, wildes Lernen. Und das war total cool. Ne? Und wenn wir heute jetzt Veranstaltungen sehen und ich immer noch sehe, wie ganz viele ihre, wie sie den Ton gestalten, wie sie das Licht gestalten bei Veranstaltungen, bei digitalen Veranstaltungen, jetzt nicht unbedingt bei mir, ich bin jetzt vielleicht nicht wirklich sauber ausgeleuchtet, ich bin jetzt auch irgendwo in einer sehr coolen Unterkunft in Hamburg, bin businessmäßig unterwegs, deshalb habe ich meine Studiosachen nicht dabei, aber ansonsten, oder wenn ein Stream abstürzt, wenn man denkt, Leute, also da hat man doch Backup, das kann man doch sichern, ne? Also die Anfangsfehler dürften jetzt eigentlich nicht mehr passieren, aber tun sie noch. Also ich sehe immer noch schlechte Veranstaltungen am Markt. Du, also man glaubt sich, das ist ja doch schon bald 2 Jahre Corona. Also ich war auch letzte Woche einfach nur eine Schreibnacht über Zoom. Also gar nichts groß Hybrides oder so, sondern einfach nur ein Meeting. Was da alles passiert ist, ich habe denen nachher auch ein E-Mail geschrieben. Also einfach unglaublich, dass man heute so wirklich 2 Jahre nach dem Corona begonnen hat, noch immer kein bisschen darüber nachdenken, wenn man so eine Veranstaltung veranstaltet. Das ist einfach nur unglaublich, was man da noch immer zu sehen bekommt. Aber jetzt vielleicht umgekehrt gefragt, nachdem du ja jetzt diese viele Erfahrungen mit diesen über 160 Hybrid-Events hast, was zeichnet denn ein gutes Event aus? Also was würdest du sagen oder vielleicht auch im Negativen formuliert, was sind die Kardinalfehler? Du hast schon gesagt, Licht und so weiter. Ja, aber an was denken Leute nicht, die hybride Veranstaltungen veranstalten? Also man muss jetzt erstmal unterscheiden zwischen digital und hybrid. Ne? Bei digital habe ich das Publikum da sitzen, das kennst du ja von einem, ne? Wie bei einem Online-Kurs. Und auch hier ist es natürlich wichtig, dass es Wechsel gibt. Also wir sind einfach Netflix gewohnt, wir sind Prime gewohnt, schnelle Bildwechsel. Unser Fernsehen hat sich mit den Zuschaltquoten praktisch entwickelt. Und dementsprechend sind wir da auch verwöhnt. Wir haben da ganz andere Maßstäbe. Wir wollen gute Kameraführung, wir wollen Bildwechsel, Methodenwechsel. Wir wollen integriert werden, weil wir ja keine Kaffeepausen, keine Lunchpausen haben. Das heißt, um Spannung zu erzeugen, muss ich halt viel tun. Ne? Wie gestalte ich das Setting? Wie gestalte ich den Hintergrund, die sogenannten Spielbühnen? Habe ich da vielleicht auch Dinge dabei, die emotionalisieren, dass ich so eine Lagerfeueratmosphäre auch mit im Online-Bereich setzen kann? Ob ich das jetzt mit Musikern mache, mit Künstlern, mit Dingen, die einfach überraschen und die immer wieder einladen, auch bei gewissen Momenten mitzumachen, sei es über Quizzes, über Umfragen, über kleine Geschichten, wo die Leute dann einfach gemeinsam was tun. Ne? Das ist ja auch bei deinen Online-Kursen, du ermächtigst sie ja, wie sie ihr Geschäft absolut skalieren können. Das heißt aber noch nicht, dass ein Online-Kurs gut ist. Ne? Ich muss natürlich auch gucken, dass ich da Methodenwechsel biete und dass da ein bisschen was passiert, sodass die Leute Lust haben, dabei zu bleiben, Lust haben zu lernen. Ne? Das ist digital. Bei Hybrid haben wir es dann nochmal ein bisschen schwieriger, weil wir ja zwei unterschiedliche Publika zu bedienen haben. Ne? Einerseits das, was live vor Ort ist und andererseits das, was digital dazugeschaltet ist. Und da muss man eher gucken, wie baut man das? Weil wenn der Moderator sich aufs Live-Publikum konzentriert, hat er natürlich das digitale Publikum nicht im Blick. Und wir kennen das, zum Beispiel hybride Veranstaltungen, Deutschland sucht den Superstar oder wie diese Formate heißen. Da ist man als digitaler Zuschauer in seinem eigenen Wohnzimmer dabei und guckt und das Live-Publikum vor Ort. Und auch hier ist total Kameraführung, Show, coole Bilder, coole Atmosphäre, ein extraordinäres Lichtspiel. Ne? Und die Kameras dürfen natürlich auch fürs Live-Publikum nicht im Weg sein. Ne? Und was natürlich mehr, wo im Fernsehen mehr Rücksicht genommen wird, ist übrigens auf den digitalen Zuschauer. Mhm. Ja, da ist der Live-Zuschauer eher so Füllsel, damit geklatscht wird, damit man hört, oh, da ist Atmosphäre. Und dass man ab und zu mal mit der Cam reinfährt, dass man sieht, oh, da sitzen Tausende von Leuten drin. Ne? Ja. Mhm.
Ja, also du hast ja auch also in Neuss die Convention von der German Speaker Association organisiert. Ich habe da gerade zuerst gesagt, das ist ein Wahnsinn, Hut ab, was du da alles, also einfach nur der Wahnsinn, du hast ja zum Teil auch sogar moderiert und so, ja. Also da hab ich das erste Mal auch wirklich gekannt, habe ich dich schon vorher, aber da habe ich dich so richtig at work gesehen, wo ich einfach nur gedacht habe, ein Wahnsinn, diese Frau, ja. Was ich sagen wollte, da waren natürlich auch ein paar jetzt online zugeschaltet. Also das heißt, in den großen Raum über Leinwand Gäste, die zugeschaltet wurden. Und das habe ich gemerkt, das ist auch nochmal sehr, sehr schwierig, weil viele einfach schon den Saal zum Teil verlassen, wenn sie hören, jetzt geht was, jetzt ist was online zugeschalten wird. Und es ist natürlich auch einfach dann schwieriger, die Leute auch bei der Laune zu halten. Was mir da so gefallen hat, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, also für mich war das irgendwo so die Birkenbiel 2, so eine ältere Dame, die ganz viel verschiedene Lernmethoden gehabt hat. Und die hat zum Beispiel einfach nur als Interaktion hat sie so eine CD eigentlich gehabt mit zwei Seiten und wo sie immer gesagt hat, gibt es mal Rückmeldung, so quasi, das heißt ja, und das heißt nein, so irgendwo, so dass sie eigentlich interagieren kann mit dem Publikum, das hier live im Saal sitzt. Das habe ich eine wahnsinnig einfache und doch so wirkungsvolle Idee gefunden, oder? Ja, das war die Carmen Thomas. Ne? Das ist eine Koryphäe, die ist deutsche Journalistin und die ist eine Berühmtheit, weil die damals das Sportstudio, das aktuelle Sportstudio im ZDF moderiert hat. Vor vielen Jahren. Sie war also die erste Frau, die auch am 21. Juli 1973, ich bin jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite, um das genau noch zu sagen, eine landesweite Mega-Reaktion hervorrief, weil die ein Fußballspiel moderierte und sagte, FC Schalke 05 gegen Standard Lüttich. Also sogar ich. Und dann ist die erste Frau, die Fußball moderiert und so einen Fehler macht. Und dann ging durch Deutschland die Welle. Und es gab tatsächlich Forderungen, sie wegen so einem Fehler rauszuschmeißen. Ja. Und es gab viele Leute, die dachten, sie wurde rausgeschmissen. Das wurde sie aber nicht, Gott sei Dank. Und das ist wirklich eine Koryphäe. Und sie ist, wie alt ist sie jetzt, glaube ich, 75, ein total quirliger Geist, wie du sie schon beschrieben hast. Und Lernen und lebenslanges Lernen ist bei ihr Thema. Und die hat auch ganz verrückte Methoden. Ja. Die Ja. war auch Rednerin auf meiner Convention und darüber bin ich sehr stolz. Ja. Ja. Was ich einfach sagen wollte, wie leicht man dann doch wieder die Leute reinholt und trotzdem noch interagiert, weil ich kann mich erinnern, eben auch so zum sein Ersatz. Online-Event, wo dann irgendwo im Saal durften nur 50 Leute sein, glaube ich, oder so halt in schweren Corona-Zeiten. Und ich war dann als Rednerin auch nur online vor Ort. Es gab aber eine Moderatorin und das war ja für mich der komplette Blindflug, ja, weil ich hatte jetzt, auf dem Webinar hast du zumindest am Chat, ja, ich habe das Publikum nicht gesehen und ich habe auch keinen Chat gehabt. Das hat einfach so geheißen, so, und jetzt geht's los. Und jetzt habe ich geredet und da habe ich überhaupt nicht gewusst, ob die gerade in der Nase bohren oder ganz begeistert sind. Ja. Also, Ja. ist zum Beispiel also von meiner Seite jetzt her war das kein gelungenes Event, dass ich da jetzt einen totalen Blindflug gemacht habe. Aber wenn man natürlich als Online-Vortragende oder Vortragender zumindest das Publikum sieht und das dann auch dazu nutzt, dass man auch wirklich interagiert und irgendwie sagt, gebt es mal Zeichen, ob ihr mir folgen könnt oder so, dann wird schon wieder ganz vieles möglich, sehe ich nur. Ne? Ja, klar. Und das andere ist natürlich auch, weil du hast ja ganz viele Kunden und Kundinnen, die sprechen ja, die machen ja ihre Online-Kurse und haben ja auch kein Publikum, ja. Aber da müssen sich ja deine Kunden und Kundinnen ja auch Publikum vorstellen. Und da macht es halt durchaus auch Sinn, nicht einfach nur zu gucken, wie kann ich mein Geschäft skalieren und wie kann ich das alles, sondern eben auch mal ein Kameratraining mal zu nutzen, ne? Und wie Ja. mache ich das und wie geht denn das Spiel mit der Kamera? Damit Leute Lust haben, mir zu folgen, damit sie das Gefühl haben, ich schaue sie auch direkt an und ich bin mit ihnen in Kontakt. Und das ist halt etwas, wo sich Bühnenprofis nochmal wirklich neu aufgestellt haben während Corona. Und wenn das schon Bühnenprofis tun, dann sollten das Leute, die zum ersten Mal richtig mit Kamera beginnen zu arbeiten und ihre Online-Kurse aufstellen, natürlich nochmal ganz im Speziellen tun. Ne? Genau. Also ich merke, da schließt sich aber jetzt gerade so ein Kreis. Wir haben angefangen, dass du dein ganzes Business neu gedacht hast. Jetzt redest du über die anderen, die ihr Business jetzt einfach durch
Kann ja, muss, morgen kann es ja was anderes sein als Corona. Ja, Das klar. ändert sich, ja. Aber dass man flexibel bleibt, und ich weiß, zu diesem ganzen Thema flexibel im Kopf bleiben, hast du auch ganz viel zu sagen. Bist doch ein Fan von Impro-Theater, wo man ja auch immer einfach alles mal annimmt und Ja dazu sagt beim Impro-Theater. Also erzähl mal, warum ist es so wichtig oder wie drückt es sich aus, dass Unternehmer und Unternehmerinnen einfach flexibel sind? Ich glaube, es gibt halt Leute, die sind es von Haus aus, die bringen das mit. Ich verpacke das jetzt mal unter Growth Mindset. Das ist so ein Buzzword, was so in aller Munde ist, so dieser wachstumsorientierte Mindset, wo Leute Herausforderungen als Chancen sehen, Veränderungen total positiv gegenüberstehen und eher sagen so, ja cool, auf den Wagen ziehe ich drauf, das möchte ich erleben. Also ich habe auch, als Corona losging und ich dachte mir eine Zeit lang, Mann, 20 Jahre Trainings, weißt du, 20 Jahre Workshops, irgendwie will ich das echt mein Leben lang machen und immer wieder. Und ich hatte 2019 mein totales Rekordjahr und kam im Dezember nach Hause nach einer langen Tour und dachte mir, echt jetzt, wie mache ich, also immer noch Trainings. Und dann kam Corona, wirklich, und ich hatte am 14. März mein letzte Storno, 100% Storno, 100% Storno. Und ich, mein erster Gedanke war so, warum bin ich mal schuld? Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ich auch, ne, ich mache das Haupteinkommen für die Familie. Ne? Mein Mann hat auch eine Firma, aber der hat Hauptaufgabe Kids und ich mache das Haupteinkommen der Familie. Und das war also schon krass, aber mein erster Impuls war, oh! Irgendwas wird jetzt passieren und es wird mir was einfallen. Und dem gegenüber stehen, und das, ich weiß nicht, ist mir das in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht, auch nicht, ob man das lernen kann. Aber viele andere, denen, die waren panisch und sind aus, und manche kenne ich sogar, die sind aus dieser Panik und aus dieser Starre nicht mehr herausgekommen. Und wenn ich das runterbrechen darf als Unternehmerin und sage, okay, ob du jetzt zu den einen gehörst, die Growth Mindset orientiert sind oder eher Fixed Mindset, die bei solchen Szenarien einfach in die Starre gehen, weil das ihr erster Impuls ist, gibt es dennoch etwas, was businesstechnisch ziemlich gut ist. Und das finde ich das ambidextrische Modell, das besagt, beidhändig zu agieren. Ne? Das heißt, übersetzt, unternehmerisch übersetzt, du hast ein Geschäftsmodell. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert, da hast du dein Einkommen, da hast du dein Auskommen, du hast ja ganz viele Einzelunternehmerinnen, Maike, ne? Und das funktioniert wunderbar. Aber sich vorzustellen, was wäre, wenn dieses Geschäftsfeld von heute auf morgen obsolet wäre, weil irgendwas erfunden worden ist oder irgendjemand kommt, der das einfach vom Platz fegt. Das zu überlegen, dieses Worst-Case-Szenario durchzuspielen und zu sagen, okay, ich mache mir ein zweites Geschäftsfeld auf. Und während ich in das erste Geschäftsfeld genauso viel Energie reinsetze, um es qualitativ immer weiter voranzutreiben, genauso wie Maike, wie du immer wieder in Weiterbildung, ich kenne wenig Frauen, die so erfolgreich sind und so viel Geld in Weiterbildung trotzdem immer investieren und du sagst dann immer, ja, für mich ist das jetzt Next Level, ja, dann aber zeitgleich in das andere Geschäftsmodell genauso viel Zeit zu investieren, um es überhaupt an den Start zu bringen und voranzutreiben. Und da kann ich sagen, okay, dann bist du flexibel, ob du das von Natur aus bist oder nicht. Du hast dir auf jeden Fall ein flexibles Setting geschafft. Ja. Ne? Und das würde ich so, ja. Und ich glaube, das gibt es auch bald in Buchform, habe ich schon gehört. Gell? Ja, ja, aber nicht dazu. Aber dazu zählen andere Themen. Weil ich schon so viel mit Events und Führung und Vertrieb zu tun habe, ne? Events, Führung, Vertrieb, hier, also ich war ja alles in dem Bereich, da bin ich mal ganz ausgestiegen, bin so in die Persönlichkeitsentwicklung, was ich ja auch ganz viel mache und da geht es eigentlich um ganz andere Dinge und zwar eher, wie man sich sein Leben bunt gestalten kann und das heißt das Thema dazu, also Yoga ist auch keine Lösung. Ja, also ich bringe sogar nächstes Jahr 3 Bücher raus, aber die sind auch schon alle fertig, die müssen ja so noch gedruckt werden. Aber da geht es nicht darum, weil ich weiß, und das lehrst du ja, glaube ich, Maike, euren Leuten auch hoffentlich, ne? Positionierung, spitz sein, auf einem Markt Experte sein und so weiter. Ja, aber wenn ich so viel den ganzen Tag schon damit mache, will ich das nicht noch in meinen Büchern breittreten, das wäre mir zu langweilig, da mache ich andere Dinge.
Ja, aber das ist auch total wichtig als Unternehmer und als Unternehmerin, ja, und du hast ja ganz viele Solo-Selbstständige auch, ne, in deinem Kundenportfolio. Was ich in meinen Coachings Unternehmern und Unternehmerinnen immer sage, du musst aufpassen, dass dir deine eigene Unternehmung nicht irgendwann zum Hals raushängt. Ja. Oder wenn das passieren sollte, hast du noch andere Inseln, Zeitinseln, hast du noch andere Welten, die dir Spaß machen? Und darum geht es tatsächlich in meinem Buch, wie du bestehende Welten schick machst und dir neue Welten eroberst und vielleicht alte Welten, die gar nicht mehr so toll sind, wie du die verabschiedest. Ne? Also immer darauf zu achten, dass du, ne, man, als Solo-Selbstständiger tendiert man ja dazu, plötzlich so 80 Stunden, 7 Tage die Woche ins eigene Unternehmen zu stecken, was ja in den ersten 2, 3 Jahren ja vielleicht auch durchaus sinnvoll ist. Aber auch zu gucken, habe ich noch andere Dinge, die mir Spaß machen, die mich interessieren, damit das. Ne, das ist wie ein Song. Ein eigenes Unternehmen ist wie ein Song. Und wenn du den zu viel gehört hast und du das nicht aufgepasst hast, dann kannst du ihn irgendwann nicht mehr hören. Meine Mutter liebt zum Beispiel einen Musiker und deshalb haben wir seine Musik nur einmal im Jahr gehört, weil sie gesagt hat, den möchte ich ein Leben lang hören können. Ja, das ist ja toll. Aber Ja. was ich immer Randy Newman übrigens. super, ja. Was ich immer wieder bei dir halt heraushöre und auch weil ich dich jetzt schon ein bisschen kenne und auch schon bei dir zu Hause zu Gast sein durfte und so, was ich einfach weiß, was ein ganz ein wichtiges Thema für dich ist, ist einfach dieser Spaßfaktor auch, ne? Also dieses Spaß ins Leben reinbringen. Und das ist ja auch eben mit diesen Impulspiloten, glaube ich, recht gegeben, ne? Magst du da noch, wir haben gesagt, wir verknüpfen das drunter, magst du einfach noch sagen, warum sollte man sich das anschauen? Die Impulspiloten, ja, einfach weil wir mehrere Sachen bieten, also alles, was mit live, digitalen und hybriden Events zu tun hat, die unkonventionelle Business-Events sind, also wenn du irgendwie einen unkonventionellen, coolen Kunden-Event machen möchtest, der digital oder hybrid sein soll, dann gerne bei uns melden und wir machen nicht nur Beratung, sondern wir helfen Kunden auch, so ein Event mal zu planen. Und die machen ihn aber selber, ne? Sogenannte Consulting Days, wo wir praktisch ins Unternehmen reingehen oder zum Kunden gehen, zur Kundin gehen und dieses Unternehmen, also diese Veranstaltung gemeinsam bauen, ne? Mit Ablaufplan und allem drum und dran, ne? Wir können uns auch umsetzen, das machen wir auch gerne, aber wir bieten da halt unterschiedliche Sachen, ne? Wie man das machen kann. Aber Spaß ist natürlich dem geschuldet, dass, ne? Also an alle, die mal das Gefühl hatten in der Schule, sie haben ADS oder ADHS. Was ist das beste Heilmittel gegen ADHS? Dem Spaß zu folgen. Wenn man das konsequent macht, führt man den Spaß manchmal an Gegenden hin, wo man sich denkt, echt das auch? Aber unternehmerisch ist das total spannend, ja. Super, super. Weil das hält immer die Konzentration oben. Ja. Ah ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich darf noch auf ganz vielen Events sein, die du organisiert hast, weil ich kann nur sagen, da kommt der Spaßfaktor ganz bestimmt nicht zu kurz und du hast auch einfach so tolle Leute. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich sage es jetzt noch zum Schluss. Du hast einfach ein riesen, riesen, riesen Netzwerk. Das ist auch noch so eine große Fähigkeit von dir, ne? Ja, das ist halt, ne, das ist auch wichtig. Also, ne, viele Leute zu verbinden und das eint uns beide ja, weil du connectest ja auch hin zum Kunst und jeder, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist, wird bei dir verbunden und vernetzt und connected. Ja, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit dir. Ich freue mich auch. Danke dir.